Hey Leute, hier ist Aldemar mit Mountain Blade Bannerlord. Nein, halt nicht gehen, ihr seid richtig. Ihr habt nichts verpasst. Letzte Folge waren wir in der Steppe, also ja, und haben da ganz viel Pferde gekauft und Leute rekrutiert mit unserem Freund, dem Hasshide the Falcon, ja. Und dann dachte ich, reite ich zurück, mache noch ein paar Quests und dann mache ich die Aufnahme wieder an. Und ich war am Zurückreiten, da stand da, Village wird überfallen. Ich so, hey, was ist los? Keine Nachricht bekommen, wir haben Krieg und die belagern gerade, Mikalovia Castle mit 1188 Leuten. Dann habe ich hier ein bisschen rumexperimentiert. Wie kann ich helfen? Und folgendes. Ich kann da rein, ich kann auch verteidigen, das geht. Weiß auch wie. Die brauchen aber noch ein bisschen, bevor sie im Kampf mit der Festung sind. Deswegen haben wir noch ein bisschen Zeit. Und zwar wollte ich... hier sind drei Armeen, die wollte ich platt machen. Und gucken, ob wir dann Frieden machen können. Wenn nicht... bringe ich alle meine Truppen nach Epikrotea, vielleicht auch alle meine, meine Pferdchen und so. Das heißt, wenn ich die Schlacht da verliere, ist das egal. Es ist egal. Ich habe verloren, die nehme ich gefangen, lasst mich wieder frei, aber ich denke mal nicht, dass sie die Festung hier einnehmen können. Und dann können wir das dann wieder zurückkommen. Wir werden sehen, okay? Das ist der Plan. Wir werden also jetzt erstmal hier kämpfen gegen die anderen Gruppen. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, ich würde gerne nämlich durch die Linien brechen. Das kostet Einheiten und ich muss Einheiten auf den verschwenden. Aber das werden nur billige Looter sein. In Zukunft werde ich immer bestimmt so ein 100er Stack Looter in meiner Burg haben. Die werde ich immer für sowas benutzen, damit ich wenigstens an der Belagerung teilnehmen kann. Also, los geht's. Ich glaube, ich habe alles... Ja, ich habe nur Kavallerie dabei, Leute. Das wird richtig übel. Richtig. Ah, ne, ich habe hier noch Infanterie. Was ist denn hier los? Ach ja, ich musste aufwerten. Weil, ich habe nicht so viel Kavallerie, tatsächlich. Aber ich kann jetzt nicht meine Lappen mitnehmen. Meine Unausgebildeten, weil ich nun mal gute Leute brauche. Wir wollen ja auch gewinnen, ja? Deswegen, es wird jetzt ziemlich, haarig werden hier. Vielleicht oder vielleicht auch nicht. Jetzt müssen wir erstmal auf Jagd gehen. Ich meine... Sturgia ist groß, wir hoffen mal, dass die vielleicht noch Krieg mit jemand anderen haben werden. Aber erstmal holen wir uns Widerspart, hier, wenn er nicht dahin läuft. Und hier ist Simius. Der hat mir auch schon oft zu hoffen. Guck mal, wie schnell wir sind. Hallo Simius. Ja, willkommen. Ich bin Archikan der Große. Willkommen in meinen Landen. Das ist Knüppli, mein großer Knüppel. Und der landet jetzt in deinem Gesicht. Los geht's. Was fällt euch ein, mein Land anzugreifen? Das größte Land aller Großen. ja, er nimmt die... Ja. Ich muss da noch, ich muss noch meine Leute dismounten lassen. Footman! Und zwar die hier. Drei. Off the horses! Footman! Dismount! So. Footman! Forward infantry! Die werden wir aber nicht benutzen, Alter. Guck mal! Guck mal, wie viele das sind. Es werden immer mehr. Das sind nur die... Das sind die Bogenschützen. Nein, nicht zwei. Da oben sind die, guck mal. Richtig gut. Angriff der Stöger. Von dem müssen wir mal ein Bild machen. Angriff der dreckigen Barbaren. Unfassbar. Die dreckigen Barbaren greifen an. Die ungewaschenen, langhaarigen Lappen. Miese, dreckigen Barbaren. Gut. Ich denke mal, die werden ja nicht alle Einheiten haben, weil... Ach, die schießen schon unsere Langbogenschützen. Ne, die normalen Bogenschützen, lol. Auf die Entfernung, im Ernst? Guck mal, wie sie die Schildwelle machen. Geil, oder? Oh, ich finde das so cool. Okay, dann los geht's. Wir brauchen, glaube ich, nur die berittenen Bogenschützen. Ich werde jetzt nochmal nach einem anderen Bogen ausschalten, nach dem Noble Bow. Das ist der beste von allen, da muss ich noch gucken, wo der ist. Vorwärts! Alter, es sind nur 100, aber sie reiten und schießen tatsächlich viel mehr. Es sind 134, Leute! 134! Kommt, Männer! Es regnet Pfeile. Du hast gesehen, ich brauche kein Fadenkreuz. Oh Gott, ich bin tot. Und sie sterben im Hagel.
Tut mir leid, es ist zu viel für mich. Komm, schieß auf den hier. Die müssten jetzt eigentlich mal ihr Ziel neu setzen. Ja, jetzt ist er dran. Oh, das ging doch ihn durch, das Glückspilzchen. Lassen Sie sich gefallen. Und sich ging sie zu die Pfanne. Ich bin zurückgeritten, okay. Wir müssen ja ein bisschen leveln, das dürfen wir nicht vergessen. Oh Gott. Einmal durch, liebe Leute. Ja gut, holen wir sie. Und den Rest. Ich will nicht wissen, wie viel Teamkill das gibt hier. Alter, es gibt richtig gut XP. Richtig gut. Mann! Boah, der wollte mich noch. Der wollte noch in die Ruhmes. In die Ruhmeshalle gehen, den großen Archikan bezogen zu haben. Haha! Der große Archikan. Alter. Zwei Tote. You are my prisoner now. Ah, ich habe noch ein bisschen Platz. Oh, 62. Können wir direkt verscherben gehen bei uns zu Hause. Blum. Ich habe bei Taktiken Level gemacht. Und zwar habe ich gesagt, dass wir... Ich zeige euch das gleich mal. Okay. Ah, was ist denn da los? Na, wo wollt ihr denn hin? Wir müssen jetzt mal kurz verkaufen gehen. Ragenwald, da ist der König. Oh, Alter, den kann ich stellen und zwingen. Das wäre eine gute Idee. Und zwar machen wir das jetzt. Da wird noch nicht belagert. Na, es muss nicht unbedingt nachts sein. So. Aber ich könnte ihn zwingen. Vielleicht. So. I present you the Dragon Banner of Caradius. Ich denke eher nicht. I heard you need help, John. Nee, das geht nicht. Könnte ich dir nicht... surrender or die? I have no wish to fight you. I changed my mind. I don't care. Ja. Du willst ja keinen Frieden. Los geht's. Mein Gott, guck mal, ist fast ausgeglichen. Ja. Toll, ist Nacht. Ich hasse es. Mountain Archer! All you lead! Stay close! Horse Bowman! Get moving! Forward on my flank. Wo ist er denn? Da. 129, okay. Footman! Move! Move out!
Move! Soldiers! Move! Soldiers! Move out! Alter. Ja. Die Erde bebt. Drei Wetterhorde. So ganz ohne wird es ja nicht sein, denke ich mal hier. Wir sind durchs Wasser gegangen, das ist für uns sehr gut. War nur ein Teil. All soldiers! Forward! Get moving! Boah, Steppe Warhorse, das war teuer. Gibt's doch nicht, Glückspilz. Die Infanterie ist im Wasser und macht da einen Kreis. Oh, was ist mit dem Pferd passiert? Guck mal, wir haben alle keine Pferde mehr. Die bringen richtig gut. Richtig gut XP. Nein, nicht abhauen, Pferdchen. Ich sehe selber nichts. Na, was mit der Garde? Oh, scheiße. Oh, das sind Bogenschützen. Guck mal, die haben wieder Bogenschützen. Die haben nicht nur die Speerwerfer. Ich glaube, die sind weg. Diese Speerwerfer-Infanterie. Das haben sie angepasst, Gott sei Dank. Alter, das Pferd hält zu viel aus, oder? Da ist meine Kavallerie. Nee, noch nicht. Wo bleibt die denn? Da kommt sie! Mist. Wo ist die Infanterie? Der Rest da. Ich will so wenig Verluste wie möglich haben. Wie ein paar Bogenschützen, echt. Alter, wie dreckig, oder? Zu nah? Okay, dann reiten wir halt wieder ein bisschen weg. Kein Problem, die haben keine Kavallerie, nutzen wir es aus. Bis wir keine Pfeile mehr haben. Das Problem ist, ich habe ja gegen diese 1000 Armee versucht zu gewinnen. Das Problem ist, ich habe irgendwann keine Pfeile mehr. Ah!
Soldier of Hell! Alle rein da. Reicht jetzt. Machen den kurzen Prozess. Wow, guter Schuss. Zwei Stück, yeah! Da kommt die Infanterie. Ja! Quetscht sie zu Tode. Alter, sie werden einfach zerquetscht. Haha. 19 Tote, ja, nur weil ich angegriffen habe. Nur weil ich angegriffen habe, das war teuer. Ich hätte die Infanterie zuerst reinschicken sollen. Ragnvat, Grand Prinz Ragnvat. Ich hätte vielleicht freilassen sollen wegen Karma. Charisma. Weil ich glaube, der hasst mich ziemlich. Crusade Horse Archer. Heavy Horse Archer. Raider geht nicht. Steppen wir den genau noch nicht. Aber wir kommen dem ja näher. Ragnvat. Ach Mist. Ups. Verdrückt. Dann halt keine Gefangenen. Ich habe sowieso genug Geld. Was soll's. Okay, das war er. Die kämpfen immer noch nicht. Hier ist Settlement Maratna. Da oben. Der da. Und direkt zum nächsten. Freundchen. Decreased. Ich weiß aber nicht, warum es permanent decreased. Das kann ich nicht sagen. Peace? Ne, immer noch nicht. Na gut. Surrender or die? I don't care. Fight. Alter. Wow, wir machen bestimmt gute Items hier mit und Kohle. Ich muss sowieso nochmal nach Vlandia. Ich muss ein paar Leute ausrüsten. Oh, scheiße. Das ist richtig scheiße. Oh, Mist, oh, Mist, oh, Mist, oh, Mist. Kann ich hier stehen bleiben? Geht das überhaupt? Ich kann auch absitzen. Das würde vielleicht besser sein. Ich glaube, absitzen ist hier besser. Okay, alles klar. Horsebowman! Get off your horses! Soldiers! Ja! Oh, Soldiers! Follow me! Infantry with me! Footmen, follow me! Infant soldiers! Footmen, get moving! Mounted archers! Move out! Ja, wir machen eine Falle. Footmen! Move! Footmen!
provozieren die jetzt mal hier. Toll, ein paar hängen fest. Infantry! Arms like the pot! Ihr schafft das schon, ihr Lulatsche. Los! Und irgendwann kommen sie. Jetzt kommen sie. Infantry! Get moving! Move! Footman, hear me! Move out! Bereit machen, Bogenschützen. Ich weiß ja nicht, wie viele von denen schießen werden. Horseman, get moving! Forward! Da kommen sie. Guck mal, die Bäume. Voller Pfeile. Da fliehen sie. Das war's. Das ist mein Dorf. Wenn man das immer noch Dorf nennen kann. Sehr schön. Da flieht er. Schlachtet ihn ab. Radiert ihn aus der Geschichte aus. Sehr gut. Das war nicht schlecht. Ich hätte gedacht, wir haben mehr Tote da, aber... You're my prisoner. Ah, nee. New Influence. Wir lassen ihn gehen. Wir wollen ja gucken, dass wir... Aha, guck mal, bei 5. Okay. Sehr gut. Das mal verkaufen. Ich kann mich ja weiter einstellen, die immer wieder gehen lassen. Aber das wird immer noch belagert. Das ist halt sehr schade. Das ist halt blöd. ...1188. Und das sind alles Creme de la Creme-Truppen. Ja, das ist echt schwer. Und die haben alle super Schilde. Ich muss jetzt mal speichern. Wir probieren das mal aus, okay? Wir gehen jetzt nochmal hin und versuchen nochmal Frieden zu machen. Aber ich glaube, solange diese Armee noch intakt ist... Wird das nicht passieren. Aber ich habe ja abgespeichert. Jetzt gehen wir mal gucken. Nee, noch weit davon entfernt. Ich meine für... Ich habe auch nur 35, wenn ich mehr Kohle hätte vielleicht. Surrender or die. Wir müssen mal versuchen zu verteidigen, okay? So. Also nochmal speichern.
Dann gehen wir zum Keep. Sagen Go to Dungeon. Manage Prisoners. Ne, Entschuldigung. Entschuldigung. Manage Garrison. Gucken wir noch mal, was wir upgraden können. Wir lassen das alles hier. Ich könnte, aber die will ich auf keinen Fall halt beim Durchbruch verlieren. Das ist halt Blödsinn. Okay, so, ich muss noch ein paar Sachen ändern, die ich vergessen hatte. Und zwar ist das Coalbiter und so, die muss ich unbedingt... Ori Coalbiter ist Gruppe 1, Yassid the Waste ist Gruppe 2, Oana the Healer, Svana ist Gruppe 4, Oana führt an die dritte. Okay, nee, dann lass mal, so ist ja alles richtig. Jinxie ist 3, Milo ist 1 und sie ist Gruppe 3. Er hat kein Pferd, müssen wir auch noch machen. So, jetzt nehmen wir mit 47 Looter. Ich kann halt noch mehr mitnehmen, wie die Imperial Spearmen oder so, aber die Looter, ich meine, die jetzt davon sterben, die würden der Belagerung sowieso nicht helfen oder mir. Die werden sowieso nur Rekruten. Okay, dann versuchen wir da reinzukommen. Können wir... Wir nehmen noch was zu essen mit. Obwohl, wir haben 1300, meine Güte. So. Halt, unser Freund hat noch Truppen. Das dürfen wir nicht machen. Talk to Party Leader. Let me inspect your troops. Und dann sagen wir, gib mir alle deine Sachen. Weil wir wollen ja nicht, dass er die verliert. Und alleine rumlaufen will ich den jetzt hier nicht. Rumlaufen lassen. Okay, Garrison. Und dann, hol ich mir jetzt nochmal die... Ach, guck mal, Imperial Recruits kann ich auch mitnehmen. Was reicht, wenn wir halt wirklich nur die Paluta verheizen? Aber ich würde ihn schon gerne mitnehmen zur Burg, ja? Warum nicht? Da kann der Yassid auch noch was lernen. So, und los geht's. Ich werde das aber jetzt nicht spielen, weil das zu lang gehen würde, wahrscheinlich. Wir probieren es aber nächste Folge wahrscheinlich aus, wenn es nicht funktioniert, haben wir keine andere Wahl. Break unter den Defenders. Line um. Wir machen ihn nochmal ein... neuen Slots. Ich habe schon mal ein bisschen ausprobiert. Das könnt ihr an den Safe Games ja mal sehen. Bla 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 bla. Go ahead with that. 25 Troops. Whatever. Keiner ist gestorben. Gequeste Parley. Breakout, Sally out. Nö, bleiben hier. Und lassen laufen. Und jetzt geht der Kampf los. Also wir haben 112 Verteidiger, 206. Warte mal, haben wir überhaupt irgendwelche Fernkämpfe? Range 63, Range 70. Müsste gehen. Wir werden es sehen. Liebe Leute, bis zur nächsten Folge. Mountain Blade Bannerlord. Dann wird's interessant. Haut rein.